Hallo und herzlich willkommen bei Pantoffelkino, heute mit Anna im Homeoffice, herzlich willkommen, und Volker. Hallo. Ja, man hat also gemerkt, der biedere Deutsche ist zurück, oder wahrscheinlich war er nie weg so richtig. Und deswegen war es auch kein Wunder, dass der nächste Film eigentlich schon ein Skandal mit Ansage war, weil das würde ich mal Willy Forst unterstellen, dass der genau wusste, was er da tut. Ja, dafür gibt es diverse Hinweise, ja, darüber werden wir gleich sprechen. Ja, und Hildegard Knef, hier haben wir sie zum zweiten Mal, spielt in diesem Film die Hauptrolle. Und das hat ihr und ihrer Karriere in Deutschland jedenfalls nicht gut getan, dass sie diesen Film gedreht hat, muss man sagen. Aber darüber reden wir sicherlich gleich. Es geht um den Film Die Sünderin. Hildegard Knef, am Anfang ihrer glänzenden Karriere als bezaubernde Evas Tochter und als hinreißende Schauspielerin in dem Film, der zum größten Skandal wurde, den es je in Deutschland gab. Die Sünderin. Als Partner Hildegard Knefs, Gustav Fröhlich. Regisseur dieses gewagten und heftig umstrittenen Films, Willy Forst. Hildegard Knef spielt Marina, schön und verführerisch. Schon mit 14 wird sie von ihren Eltern verlassen und ihr neuer Stiefbruder nimmt sie sich zur bezahlten Geliebten. Das ist im Grunde bereits der Anfang ihrer Karriere als Prostituierte. Ein luxuriöses Leben, das sie dann durchaus genießt, bis sie schließlich den Maler Alexander kennenlernt und der wird dann doch ihre große wahre Liebe. Aber Alexander droht zu erblinden. Nur eine teure Operation kann ihn retten. Dramatische Situation. Wir leiden mit. Ja, ein Skandalfilm, nicht nur wegen der kurzen Szene, in der Hildegard Knef, die als Aktmodell zur Verfügung steht, für ein paar Sekunden oben ohne zu sehen ist. Die Kirche, sehr weit weg übrigens. Ja, die Kirche und andere Institutionen haben sich noch viel mehr über die Aussage des Films, also die Verherrlichung der Prostitution und des Suizidgedankens zumindest, aufgeregt. Und das war das, was alles Themen waren, die kontrovers waren damals. Und kalkuliert der Skandalfilm auch, denn der Film hatte zuerst andere Arbeitstitel, bevor man sich entschloss, als bereits die Diskussion, ob wir den rausbringen dürfen und ob er geschnitten werden muss, im Gange war, dann entschloss man sich, ihn erst Die Sünderin zu nennen und hat natürlich damit noch viel mehr das Publikum neugierig gemacht. Und so strömten Millionen Zuschauer ins Kino, um sich anschließend rechtschaffend zu empören über das, was ihnen da gezeigt worden ist. Ja, genau. Und die Leidtragende war dann tatsächlich Hildegard Knef, auf die Presse sich dann auch einschoss, während die Produzenten des Films ein schönes Sümmchen verdient haben. Sure. Der Film selber, so auch Millionen Zuschauer, aber sorry, was ist das für ein schwülstiges Melodram? Ich finde das ziemlich furchtbar, albern, total überzogen und vor allen Dingen wird uns die ganze Geschichte von Frau Knef erzählt. Sie ist eigentlich immer als Erzählstimme vorhanden und erläutert wirklich auch jedes Geschehnis und jede Emotion. Ja, in dem Moment wusste ich, dass er sich zerstören wollte. Tada! Und das ist wirklich, also ich finde es kein guter Film. Nee. Kein guter Film. Was nee, es ist wie so ein Hörspiel irgendwie. Ja, genau, das hat mich genau total genervt, wenn man ja auch, wenn man selber Filme machen möchte, eigentlich immer gesagt kriegt, show it, don't tell it. Und hier ist es ja wirklich extrem. Also es wird ja fast nichts im Dialog ausgedrückt. Ja. Es wird nichts irgendwie gespielt, außer dass sie irgendwie sich ausziehen darf. Und ich konnte diesen schwülzigen inneren Monolog nach einer halben Stunde habe ich schon gedacht, so, boah, geht nicht mehr. Und also das fand ich auch extrem anstrengend. Und ich fand auch, also dass die sich jetzt da über Suizid und Euthanasie sozusagen aufgeregt haben. Ich fand ja viel schlimmer, also erstmal diesen Missbrauch durch den Bruder und dann, also dass ja der Vater quasi dann seinen Sohn totschlägt. Aber das hat die Zensur irgendwie nicht so interessiert, glaube ich.
Ja, da ging's bei Tod, ja schon das wird los. Nicht ja genau gesagt, ne? Aber jedenfalls ist er schwer verletzt. Ich war schon der Meinung, dass er wohl tot ist. Sagt sie nicht sogar. Das ist irgendwie die Annahme, glaube ich. Genau, sie sagt doch irgendwas. Aber auch sie kümmert das ja nicht groß. Nee, genau, das stimmt. Ja, ja, ist interessant, über was man sich aufgeregt hat und über was nicht. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr bezeichnend, ja. Ja, also Hildegard Knef selber hat ja später in Interviews gesagt, wie scheiße sie diesen Film fand. Das war im Grunde genommen, dass sie hat das alles überhaupt nicht verstanden. Und sie ist ja in Restaurants gegangen, wo dann so Ehepaare aufgestanden sind, wenn sie reinkamen. Fritz, wir gehen, wenn diese Dame hier ist. So war das ja tatsächlich, es war ja unglaublich. Es war innerhalb der FSK, gab es riesige Zerwürfnisse. Die katholische Kirche ist aus Protest ausgetreten. Dann gab es Prozesse. 1954 hat das Bundesverwaltungsgericht dann entschieden, der Film ist Kunst. Und deswegen darf er auch aufgeführt werden. Es hat 3 oder 4 Jahre gedauert, dass immer wieder um diesen Film gestritten wurde. Und es ist ein so lächerliches, blödes Werk. Also wirklich. Immer wie dieser Name von diesem Betäubungsmittel so genannt wird. Als wäre das irgendwie so ein Zaubertrank. Ja. Ja, wirklich. Also und ich meine, das einzig Schöne waren ja irgendwie diese paar Szenen in Italien, die ja dann so auf die Sehnsucht der Deutschen nach ihrer ersten Urlaubsreise irgendwie eingezahlt haben. Also das war ja noch so ein bisschen hochwertig und teuer. Sowas hätte man ja noch vor ein paar Jahren dann eher vor so einer gemalten Kulisse gedreht. Aber die waren ja offensichtlich tatsächlich da an der Amalfiküste. Und das wertet ja dann irgendwie den Film an der Stelle zumindest noch ein bisschen auf. Aber wirklich diese Monologe und so, du hattest die Felsen in das Boot gemalt. Ja. Also dieses ganze zum Skandalfilm hochstilisierte an sich nix, ne? Ja. Irgendwann kam mir der Gedanke, das ist das 50 Shades of Grey der 50er Jahre. So ungefähr, ja, genau. Weißt du? So, also so, wo so die etwas spießigeren Bürger so, huch, das schauen wir uns mal an und sind dann ganz pikiert oder und trauen sich das mal zu gucken, wobei es an sich eher lächerlich ist, was da gezeigt wird. Da finde ich übrigens sehr schön, kennt ihr den mit Heike Makatsch, Hilde? Ja. Der spielt doch, das ist doch der Hintergrund so ein bisschen genau aus dieser Zeit. Den fand ich übrigens sehr, sehr gut damals, der hat mir gut gefallen. Ja, ich fand auch sowieso interessant, das ist ja so, wir haben ja Hildegard Knef als ältere Dame in Talkshows kennengelernt, glaube ich, wo sie mit ihrer dicken Brille saß. Genau. Meistens auch so ein bisschen, diese Stimme, die sie gespielt hat. Stimme und auch so ein bisschen zickig oder auf Kontra immer aus war. Ja. Und ich mochte die damals nicht, ich fand die eher furchtbar. Wusste natürlich aber gar nicht, was vorher alles war. Und das war schon interessant zu entdecken, also welche Bedeutung sie damals hatte, wie sie damals aussah und wie ihre Karriere verlaufen ist. Das finde ich dann schon interessant, weil ich natürlich als Jugendlicher ein ganz anderes Bild von Hildegard Knef hatte. Sie war ja wieder von der Presse niedergemacht worden, weil sie als erste Frau, glaube ich, öffentlich eingestanden hatte, dass sie Facelifting gemacht hatte und sich da operieren ließ. Was damals auch dann wieder in den 70ern noch ein großer Aufreger war. Insofern ist es schon, fand ich es schon faszinierend, auch diesen Film mal gesehen zu haben. Aber Ja, die Knef war wirklich eine sehr, sehr tiefgründige Frau. Also wenn man Interviews mit ihr gesehen hat, ich habe jetzt vor kurzem gerade ein Interview gesehen, da ist sie mit Peter Frankenfeld zusammen in einer Talkshow. Und das war wirklich toll. Also es war einfach sehr niveauvoll. Sie hat dann ja auch als Schriftstellerin später noch Karriere gemacht, Der geschenkte Gaul, das geht ja auch so ein bisschen um diese ganze Thematik. Ja. Das war ja sehr autobiografisch, das war ja ein Riesenerfolg auch. Also so ist es ja nicht, ne? Und als Sängerin, ich fand auch die Songs, Chansons, die sie größtenteils in den 60ern, glaube ich, erfolgreich aufgenommen hat. Genau. Da sind auch sehr interessante Sachen mit witzigen Texten dabei. Und ja, so. Das kam dann noch so nach der Filmkarriere eigentlich. Ja. Genau, aber was Film angeht, ja, da hat sie bei den rechten Dämpfer bekommen, über Jahre, nach Die Sünderin, ja. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf, das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.